Rings um die Schweiz war Weltkrieg. Meine Mutter nahm mich mit zum Güterbahnhof, um ein Flüchtlingskind auszusuchen. Wir bekamen ein Mädchen, das ganz anders sprach. Dich, Giovanna. Du bist der Grund, Giovanna, warum ich mich auf diese Reise mache. Um zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen will. Es ist wieder wie bei dir, Giovanna. Als wir dich holten, wenn ich in ihre Augen schaue, beginnen sie zu hoffen. Für niemanden hier gibt es einen legalen Weg nach Europa. Du musst erst dein Leben riskieren, um ins Paradies zu kommen. Wir versprechen Ihnen nicht das Paradies, aber mit jedem Tag wird es besser, okay? Wenn Sie mir von Ihrer Überfahrt erzählen, dann hört sich das an wie bei Dante. Für Sie ist hier das Fegefeuer. Dort sind schlimme Zustände. Aber Ihr Ziel ist das Paradies. Nordeuropa. Sie müssen alle zurück nach Italien. Verstehen Sie, Madame? Und plötzlich war alles aus. Mi mancherai, Marcolino. Du musstest wieder zurück. Kinder waren verboten. Nur Fremdarbeiter durften in der Schweiz sein. Keine fremden Kinder. Wir wohnen unter den gleichen Sternen. Aber siehst du, Markus, du bist immer noch auf der anderen Seite.